Der junge Forscher Mikroman schaut sich die Welt des Kleinsten an. 220 Entdeckungen mit Lupe und Mikroskop. In meinen Regalen habe ich einige Experimentierkästen zur Optik stehen. Und dazu noch zwei unvollständige Kästen aus der DDR, Optik-Experimente. Leider sind die meisten Kästen sehr unvollständig. Bis auf einen der alten Optikbaukästen und dem Mikroman sind die anderen Teile nur beschränkt brauchbar. Ich habe mir nun zuerst den Mikroman herausgesucht, bei dem wirklich, bis auf ein paar Chemikalien, noch alles vollständig vorhanden ist. Der Experimentierkasten ist wohl aus dem Jahre 1957 und das Handbuch in der dritten Auflage aus dem Jahr 1956. Die Inhaltszeichnung des 1956er Kastens wurde mit der neuen Anordnung von 1957 überklebt. Ein paar Jahre später waren dann die mechanischen Bauteile nicht mehr aus Holz, sondern wie auch bei den meisten anderen Experimentierkästen von Cosmos aus Plastik. Aber auch 1956 sind alle Einzelteile in einer Kunststoffhülle eingebettet und so gut geschützt. Etwas überraschend war die rot-violette Grundfarbe des ganzen Kastens. Auch das wiederum ausgezeichnete Handbuch von Wilhelm Fröhlich hatte einen Umschlag in der gleichen Farbe. Ich kann mir denken, dass beim Design des Produkts die Farbe zum Färben der Präparate eine Rolle gespielt haben könnte. Bei späteren Auflagen hatten dann aber die Handbücher wieder andere Farben. Außer der Pinzette, die ja eher eine Lachnummer ist, sind die weiteren Hilfsmittel gut für den jungen Forscher brauchbar. Es ist eigentlich alles vorhanden, was man so zu seinen Abenteuern in der Mikrowelt braucht. In diesem Video will ich dann die Hauptsache des Experimentierkastens aufbauen, das Mikroskop. Da werde ich wohl einige Ansprüche erfüllen müssen, da die Mechanik aus verhältnismäßig dicken Holzplatten besteht. Also fangen wir mal an, und zwar im Handbuch, Seite 27. Der Okularhalter wird mit zwei Schrauben an den Hauptträger angebracht. Auch der Objektivtisch wird mit einer Stiftklemme befestigt. Mit ein paar leichten Hammerschlägen verkeile ich dann den Hauptträger in der Bodenplatte. Jetzt setze ich noch die Feineinstellung ein, mit der ich in kleinem Rahmen mein Mikroskop scharf stellen kann. Aus einem Spiegelscherben, der entsprechenden Halterung und der Stiftklemme fertige ich mir einen einstellbaren Spiegel an und setze ihn dann in den Mikroskopständer ein. Nun
folgt noch der optische Part des Mikroskops. In den Messingtubus, der innen schwarz ausgeschlagen ist, schraube ich auf der Unterseite das Objektiv ein, das ich vorher noch mit einer Blende versehen habe. Zum Glück ist da doch ein Standardgewinde vorhanden, so dass man weitere Objektive einsetzen könnte. Das Okular ist auch eine kleine Lachnummer und wird einfach in das Lupenrohr eingelegt. Ich lege dazu aber erst die Okularblende ein. Und damit es eine etwas festere Bindung hat, wird mit einem Klebeband eine kleine Dichtung eingebaut. Der Tubus wird mit einer speziellen Metallklammer eingehängt, so dass man ihn auch etwas nach oben oder unten bewegen kann. Und ganz zum Schluss setzen wir dann noch eine Tischblende ein, die das Bild noch einmal verbessern soll. Und das ist nun mein fertig aufgebautes Mikroskop. Und nun kommt der spannende Teil. Sehe ich denn überhaupt etwas durch das Mikroskop? In meiner Werkstatt steht nun allerdings wenig Licht zur Verfügung und ich sehe wenig oder nichts. Dazu habe ich dann eine Taschenlampe genommen und den Spiegel damit ausgeleuchtet. Geht! Und wie bekomme ich ein vernünftiges Bild des Präparats? Dazu habe ich meinen Presser-Smartphone-Adapter benutzt, mit dem ich ab und zu Bilder von astronomischen Objekten mache. Diesen Adapter kann ich auch auf das Mikroskop aufschrauben. Mit folgender Anordnung und einem Smartphone, das aber leider die Kameras auf der linken Seite hat und nicht in der Mitte, habe ich dann mein Glück probiert und die Ergebnisse zeige ich hier. Ausgewählt habe ich natürlich das Original aus dem Mikromann, ein Weizenkorn. Aus einer preiswerten chinesischen Präparatesammlung habe ich mir dann dazu noch Folgendes ausgewählt. Die Feder eines Kanarienvogels. Das Bein eines Schmetterlings. Und ein Blatt von einer Selleriepflanze. Die Vergleichsaufnahmen auf der linken Seite wurden mit einem preiswerten Digitalmikroskop in Aufsicht aufgenommen. Leider haben die Bilder alle einen Rotstich. Nachdem ich nun in und auch durch das Rohr geblickt habe, will ich doch meine Erfahrung etwas verdichten und einen kleinen Ausblick machen. Das Lehrspielzeug aus dem Jahre 1957 war damals sicher gut geeignet, um ein funktionsfähiges Mikroskop aufzubauen und einen Anstoß für die Abenteuer in der Welt des Kleinen zu geben. Auch hat die ausgezeichnete Anleitung von Wilhelm Fröhlich wohl viel dabei geholfen, nach tollen Präparaten zu suchen und auch anzufertigen. Heute ist aber doch alles einfacher und die grundlegenden Erfahrungen und das technische Wissen werden nicht mehr oder selten benutzt. Man geht ganz einfach auf eine Seite eines Internetanbieters
und bestellt sich dort einen Satz von Präparaten. Auch das Mikroskop wird dort gekauft und dann auch meist in der digitalen Version. Eigentlich schade. Aber so bleibt das Mikroskopieren doch noch ein schöner Zeitvertreib und verführt vielleicht den einen oder anderen, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell sind Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn ich einen weiteren Experimentierkasten aus meinem Regal ziehe. Tschüss und Salü aus dem Saarland.